auf der Suche nach dem verlassenen Bahnübergang. Sind wir da jetzt auf der Rückseite der FAG Kugellagerfabrik. Die Fabrik gibt es ja auch schon seit über 100 Jahren. Und da war der Bunker von der Fabrik, oder einer der Bunker. Da können wir leider nicht rein, weil der ist zugemauert. Der ist aber direkt unter der Bahn durchgegangen. Und da oben ist die Leoersdorfer Bahn. Die geht da zwischen den Füßen durch. Ich sag, der Bunker war früher alle offen, mit einer Eisentür. Aber jetzt sehen wir da leider, dass er zugemauert ist. Aber wie gesagt, wir sind eh nicht wegen dem Bunker da. Wir möchten den verlassenen Bahnübergang filmen. Da müssen wir jetzt da nach vorne. Mit dabei der Bernhard Runder, einer unserer besten Heimatforscher. Und tritt die Triesting. Wir sind da im Berndorf Ortsteil St. Veit. Und da nur mit das Gelände von dem alten Bahnübergang. Es wogelt schon ein bisschen, aber das haltet nur ein paar Jahrzehnte. Im Sommer natürlich komplett verwachsen. Ist auch Industriedesign eigentlich. Nehmen wir jetzt nicht zu. Schaut, dass ich da nicht einbreche irgendwo. Ja, da geht es ganz schön oben. Ich glaube, sonst war kein Klammer. Da geht es Richtung St. Veit um. Und da Richtung Kugellagerfabrik. Wird auch irgendwann einmal abrissen werden. Hopp. Nicht öffentlicher Eisenbahnübergang. Benutzung verboten. Ein Eisenbahnschranken. Jan hat das Gander gefolgt, schau mal, gell? Schiefer Rost. Du musst nur lauter sprechen, weil sonst hören sie unsere Seher nicht. Ein schönes altes Gander. Schäferniert da noch, gell? Wenn man da schaut. Und da vorne ist ja was ganz was Schönes. Schön verwachsenes altes Andreaskreuz. Da schauen wir jetzt einmal hin. No. Da oben ist der Fösen. Und da die Bahn. Ja, das ist ja direkt ein Kunstwerk. Wenn man da so. Schön. Einfach schön. Ja, dann halten wir das jetzt. Da sieht man auch nochmal. Aus Windeisen zusammengeschlossen. Alten Bahnübergang. Da war ja überall Industrie. Da im Hintergrund oben sieht man die Kugellagerfabrik. Da sind wir beim Felsen, beim Bahnkilometer 7,8 der Leoersdorfer Bahn oder auch ein Felderbahn genannt. Da im Ortsgebiet St. Veit ist ja die Bahn noch intakt und im Betrieb natürlich. Jetzt werden wir schauen, vielleicht kommt der Zug. Bei Bahnkilometer 7,8. Der einbuckte Felsen schaut ja auch gut aus. Ist da alles mit Gitter. Gitter überworfen. Über dem Dolomitgestein. Da drüben ist der sogenannte Wald weggegangen. Da ist bei dem alten Bahnübergang alles verriegelt. Ja, man braucht den ja nicht mehr. Die Föhren da gehören zum größten Schwarzföhrengürtel Europas. Da
haben früher hunderte oder tausende Leute gelebt von Bächen. Wer nicht weiß, was Bächen ist, Bächen ist die Harzgewinnung aus der Schwarzföhre. Wird jetzt nur mehr ganz selten gemacht. Ich glaube, jetzt kommt der Zug. Das ist jetzt ein schöner langer Zug. Um 3:30. Hinten vorne ein Lok drauf. Die Bahn lebt. Bahnkilometer 7,8. Da haben wir noch eine weiß-rot-weiße Wanderwegmarkierung. Aber was hilft die Wanderwegmarkierung, wenn man dann da über den Bahnübergang nicht mehr drüber gehen kann? Bernhard, du bist ja ein bekannter Heimatkundler da im Tristingtal. Und was sagst du der Bahn? Da ist ja noch ein Tag, zu halbert wenigstens. Da sind die Schienen noch da. Aber nur mal bis Reißenbach, bis Herfeld kann man leider nicht mehr fahren durch den schönen Tunnel am Gerichtsberg. Und da sind leider die Schienen eben schon rausgerissen. Ja, Austria-Film war dabei und tritt auch gar. Im voriges Jahr, also 2017 zu Ostern, haben sie den Bahn den letzten Todesstoß versetzt und den Tunnel, oben im historischen Eisenbahntunnel am Gerichtsberg, auch noch die Schienen rausgerissen. Es ist die Trasse ist verkauft worden, es ist privatisiert worden, es ist nichts mehr da, leider. Darum können wir ja froh sein, dass da nur wenigstens bis Weißenbach die Bahn geht. Ja, werden wir schauen, wie lange das noch so ist.